Willkommen zurück, Leute, zu Mario Kart Wii Online. Eigentlich sollte an dieser Stelle Mario Kart 7 zu sehen sein. Warum ist hier kein Mario Kart 7 zu sehen? Naja, ziemlich einfache Geschichte. Zwei DCs in drei Rennen haben mir auf jeden Fall komplett den Rest gegeben. Da hatte ich keinen Bock mehr. Also ich dachte mir dann, ja, beim dritten DC, nee, das spielst du jetzt nicht mehr weiter. Das hat ja gar keinen Sinn, Bono, also entspann dich, ne? Spielst du Mario Kart Wii und hoffst einfach mal, dass das besser funktioniert. Und es macht jetzt schon irgendwie einen besseren Eindruck. Allein die Tatsache, naja, Luigis Piste ist natürlich ein bisschen blöd, aber was willst du machen? Ich habe mir überlegt, ich möchte privat ein bisschen mehr Mario Kart 7 spielen. Weil ich möchte auch in Mario Kart 7 mal so ein bisschen besser werden. Mein Problem ist halt nur, Mario Kart 7 spiele ich natürlich auf der 3DS Capture Card und das will ich nicht. Die soll nicht für private Zwecke genutzt werden. Das ist einfach eine Tatsache. Das möchte ich nicht. Bedeutet, ich muss mir eigentlich mal ein 3DS kaufen, damit ich auch schön auf dem Sofa neben dem LP gucken, ein bisschen MK7 spielen könnte. Ich stelle mir das eigentlich, das war eigentlich doof jetzt, das stelle ich mir eigentlich ziemlich geil vor, muss ich sagen. Das wäre auf jeden Fall mal schön. Schön, das so in der Form zu machen. Allerdings habe ich das Gefühl, ich werde mir sowieso niemals einen zweiten 3DS kaufen. Das ist so die Sache. Das ist so die Sache. Irgendwo. Nein. Hört man. Kann ich den Raymond da wenigstens noch abballern? Das wäre ganz schön. Ja. Naja, zweiter Platz, Luigi's Piste. Was willst du erwarten, ne? Weil ich dann wieder nicht einsehe. Da brauchst du einen zweiten 3DS. Nein. Nein, brauchst du nicht. Oh, guck mal, nichts abgezogen, nichts dazu. Ist doch wunderbar. Immerhin. Ansonsten wird das hier wohl mal wieder so der Part der 1000 Themen, könnte man sagen. Sache ist einfach die... Ich mache mir jetzt schon Gedanken darüber, wie nennst du diesen Part? Ja, weil 100 Themen oder so kann ich ja jetzt nicht wieder machen, oder? Kann ich doch? Wir werden sehen. Das sind so Sachen, über die ich mir Sorgen mache. Ist schrecklich, oder? Also, dass man sich überhaupt über sowas Gedanken macht. Wie nennst du den Part nachher? Voll ätzend. Manchmal. Wenn es nicht offensichtlich ist, dann ist das manchmal ganz schön nervig. So, auf jeden Fall werden wir jetzt Bowsers Festung hier einfach so ganz gemütlich runterfahren, sage ich mal. Wow, 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 wow. Okay, das wäre auch sonst in der Kurve gekommen. Das wäre noch viel schlimmer gewesen. Von daher, das ist eigentlich ganz geil, was wir da gemacht haben. Absolut mega geil. Wow. Sahnestück in der Mario Kart Wii Let's Play Geschichte, würde ich mal behaupten. Naja, irgendwie auch nicht. Was soll es denn? So, ich muss mir auf die Finger klopfen, Leute. Ich muss mir auf jeden Fall auf die Finger klopfen. Ich bin ein schlechter Mensch. Wisst ihr warum? Ich habe in einem Super Mario Galaxy Part, habe ich darüber gesprochen, dass Leute ja Werbung unter die Videos posten und so bla bla. Schaut doch mal bei mir vorbei, ich mach dies und das. Und in dem gleichen Zusammenhang habe ich gesagt, wenn jemand sowas macht und du gehst auf den Kanal, dann hast du ja schon im Voraus den Gedanken, boah, das kann nur Scheiße sein. So, also muss derjenige, der da Werbung postet, muss unglaublich gute Videos machen. Ansonsten kann es nichts werden. Ansonsten kannst du mit dieser Werbung nichts erreichen. So, und dann hatte ich in letzter Zeit halt jemanden, der relativ häufig Werbung bei mir gepostet hatte. Und darauf bin ich eingegangen, in diesem Galaxy-Part. So, und ich glaube, ich bin da auch ein bisschen zu heftig vorgegangen. Das kann sein. Ich habe mich nicht unbedingt nett ausgedrückt in diesem Fall. Aber ich dachte mir einfach, komm, hey, du musst solchen Leuten, denen muss man die Augen öffnen. Ne? Die musst du wachrütteln und sagen, hey, Junge, so geht's nicht. Und vor allen Dingen nicht, wenn die Videos nicht gut sind. Derjenige war halt auch Anfänger. Ne? Er war Anfänger. Und dementsprechend sind die Videos nun mal nicht gut. Das ist einfach so. Am Anfang bist du meist scheiße. Ich finde mich heute noch scheiße. Deswegen, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung soweit. Allerdings sollte man dann keine Werbung posten unter andere Videos. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ich werde schon wieder nur Zweiter. Jetzt wegen so einem Scheiß oder was. Das, naja gut, habe ich selber Schuld. Ich hätte den Blauen auch ein bisschen anders machen können. Ich bin so schlecht. Ich habe keinen Bock mehr. Oh, MK7 wäre jetzt schön. Wisst ihr das wohl? Obwohl ich da noch viel schlechter drin bin. Also von daher hilft's ja alles nichts. So. Jetzt war ich letztens wieder auf dem Kanal von demjenigen. Der hatte das Video dann auch gesehen. Hat auch wohl gemerkt, dass er gemeint war. Und drei Tage später war ich nochmal auf dem Kanal, um mal so zu gucken, was hat sich da getan.
und stelle fest, hey, der hat kein Video mehr hochgeladen seitdem. Da hatte ich schon ein bisschen schlechtes Gewissen, muss ich sagen. Und dann war ich letztens nochmal drauf, vor 2 Tagen oder so. Und dann waren alle Videos auf privat gestellt. Ja, jetzt habe ich natürlich ein richtig schlechtes Gewissen, weil so war das ja auch nicht gemeint. Man soll deswegen doch nicht die Videos auf privat stellen. Oder man soll deswegen doch nicht aufhören, nur weil da jemand ein bisschen Kritik da lässt, ein bisschen in Klammern. Aber so ist das eben. So ist das eben. Damit muss man auch rechnen, wenn man so einen Scheiß baut an sich. YouTube-technisch gesehen. Werbung unter fremde Videos posten ist dem Let's Player gegenüber nicht respektvoll und so. Deswegen ist das Scheiße bauen, in meinen Augen. Aber so darauf reagieren ist auch falsch. Was sollte man also tun, wenn jemand dir Kritik gibt? Da musst du dir denken, ey, okay, das kann ich besser. Und ich werde es dir zeigen. Ich werde es dir zeigen, Mann. Ich kann das besser, du wirst schon sehen. Und dann irgendwann werde ich hier größer sein als du und dann werde ich über dich lachen. Sozusagen, dann wirst du Werbung unter meine Videos posten. Das zwar wohl eher nicht, weil das halt so eine Einstellungssache ist, ne, ob du das machst oder nicht, aber ja, auf jeden Fall, man darf sich doch von sowas nicht unterkriegen lassen oder gleich die Videos löschen. Da muss man einfach sagen, okay, dann mache ich es halt besser. Dann werde ich besser, dann kriege ich hin, gar kein Thema. Meine Güte, aber gleich die Videos zu löschen, Leute. Wenn, das, und das gilt ja nicht nur für YouTube oder so, das gilt ja, ja, immer der Typ, ne? Der geht mir voll auf den Senkel. Wo war ich jetzt? Jetzt hat mich der Typ da voll aus dem Konzept gebracht. Ja, das gilt nicht nur für YouTube oder so, sondern generell, wenn irgendjemand sagt, ey, du bist schlecht da und da drin und du hast das Gefühl, man sollte zumindest das Gefühl haben, dass man sich darin verbessern kann, dann tut's. Dann tut's, zeigt's den Leuten, dass ihr es besser könnt. Oh, scheiße, Mann. Ja, komm, genau hier ist eine gute Stelle dafür. Eieiei, ich lass mich hier auch gut verarschen, aber der Kerl ist runtergefallen. Ja gut, dann hat er es auch nicht anders verdient. Mann, geht der mir auch heute auf dem Senkel, das muss ich jetzt echt mal sagen. 2 Strecken schon, lackt er sich so nach vorne, dank blauen Panzer oder sonst was, aber auf dieser Strecke... Scheiße, wow, das war Glück. Boah, das hätte ins Auge gehen können. Das hätte böse ins Auge gehen können. Ich wollte Power dodgen im Sprung. Aber der Blitz... Nein, Wollo, was ist denn los mit dir? Ich bin gerade konzentrationstechnisch... Scheiße, was soll's. Ja, auf jeden Fall, ne? Lasst euch von sowas nicht unterkriegen, Leute. Ein bisschen Kritik muss sein. Und wenn ihr Mist baut in dem Moment, dann macht's doch anders. Entschuldigt euch einfach und sagt, hey, komm nicht wieder vor. Und ab jetzt werde ich besser und irgendwann wirst du sehen, dass es besser ist. Und ja, finde ich, so würde ich es machen. Denke ich mal. Auch wenn ich harsche Kritik bekommen würde. Und glaubt mal nicht, dass ich hier nie Kritik bekomme. Ha! Ah! Was ich schon alles so gesagt bekommen habe, ist ein Knaller. War hier nicht gerade ein blauer Panzer zu hören? Den ich gesehen. Naja, soll mir egal sein. Also, ne, was die Leute werfen mir Sachen an den Kopf, da sträuben euch die Haare. Deswegen, und früher auch schon, und ach, oh Mann, das ist doch alles nicht wahr. Spielt ihr im Team oder so? Kann das sein? Mal drauf achten. Ich sehe hier dauernd Target-Shocks auf mich und so. Ein bisschen. Oder bilde ich mir das nur ein? Naja, ich bilde es mir wahrscheinlich ein. Naja, das soll es von der Seite auch gewesen sein. Wenn derjenige das hier sieht, vielleicht ist es ja so und der sieht das dann, ja, dann stell deine Videos nicht auf privat. Das haben doch Leute geschaut und so. Ist doch okay. Meine Güte. Mach's besser und wir sehen uns. So, nach dem Motto. Naja, Leute. Was kann ich euch sonst noch so sagen? Muss ich gleich mal gucken. Ich habe mir tatsächlich einen klitzekleinen Zettel geschrieben, weil... Ja, manchmal hat man das ja. Du nimmst so einen Part auf und dann kommst du voll durcheinander irgendwann und denkst so, boah, scheiße, wo war ich denn? Wie jetzt zum Beispiel, wo ich gerade momentan so gar nicht gut in das Thema finde. In Mario Kart 7 habe ich es besser gemacht. Da habe ich es richtig... Da ging da zackig raus und jetzt mache ich das halt zum zweiten Mal sozusagen und... Wenn man das ein zweites Mal macht, ist es immer nie so gut wie beim ersten Mal. Das ist einfach das Blöde. Aber ab jetzt ist wieder blind sozusagen. Kommen wir nun zur üblichen Stream-Werbung.
Ja, so eine Stream-Werbung muss natürlich sein. Auch diesen Samstag findet wieder ein cooler Stream statt. Dieses Mal nicht von Cornel, nicht von mir, sondern vom guten Sozi. Leinart0503 auf YouTube. Ich werde euch einfach mal den YouTube-Link verlinken und auch den Stream-Link. Da könnt ihr Samstag auf jeden Fall mal reingucken. Geht 16 Uhr los. Also niemand muss Langeweile am Samstag haben. Ist das nicht cool? Ich find's irre cool, weil ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen. Also was heißt auf jeden Fall? Ich habe auf jeden Fall vor, dieses Wochenende sehr, sehr viel YouTube-Video technisch zu machen. Und werde deswegen den Anfang wahrscheinlich verpassen oder so. Gehe ich mal von aus. Aber insgesamt werde ich es mir auf jeden Fall reinpfeifen. So, geht auch immer sehr lange. Bei Sozi geht das immer sehr lange. Der streamt also, boah, unter 8 Stunden läuft da, glaube ich, nichts. Deswegen macht euch auf eine lange Nacht gefasst und viel Spaß. So, dann gibt es noch eine Stream-Ankündigung, denn ich werde Sonntag streamen. Yay! Der Mini-3DS-Stream, den ich angekündigt hatte, schon für letzte Woche Samstag, wird am Sonntag stattfinden. Und zwar habe ich mir überlegt, der geht um 15 Uhr los. 15 Uhr wird er losgehen, weil ich halt auch sonntags, ne? Sonntags, ich habe ja auch nicht endlos viel Zeit am Sonntag. Deswegen schön Sonntag 15 Uhr 3DS-Stream. Wir spielen Mario Kart 7 in der Community und wir spielen... Ich hoffe mal, das läuft dann mit DC-technisch, so. Mario Kart 7. Und wir werden Animal Crossing, werde ich euch ein bisschen in euren Dörfern besuchen. Ich denke mal, der 3DS-Stream, das wird so, ja, rechne ich mal mit 2 Stunden, vielleicht 3 Stunden, also von 3 bis 5 oder, also von 15 bis 17 Uhr oder von 15 bis 18 Uhr, so um den Dreh, wird das Ganze dann laufen. Ich denke mal, auf den Sonntag haben auch die meisten dann Zeit, keine Ahnung. Ich hätte früher Zeit gehabt, ich habe jetzt auch Zeit am Sonntag. Liegt daran, dass ich nächste Woche nochmal Frühschicht habe und dann kann ich das ganz gechillt, ja, Sonntag nochmal machen, weil in der Nachtschicht muss ich Sonntag nachts halt arbeiten und da schlafe ich dann um solche Uhrzeiten und da verpenne ich meist den ganzen Sonntag. Nimm das, Blödmann. Das ist schon eine Tatsache, dass du da auf mich gewartet hast. Aber jetzt kriege ich diesen Michael-Typen da nicht mehr, oder? Der hieß doch so, oder? Ich habe es mir doch nicht eingebildet. Naja, auf jeden Fall hole ich den nicht mehr ein. Außer ein Blue Shell kommt noch im richtigen Moment. Aber das bezweifle ich. Das bezweifle ich irgendwie sehr stark. Wobei, da ist er schon wieder. Er ist im Sichtfeld. Er ist im Sichtfeld. Das ist jetzt... man weiß es nicht. Ja, so viel auf jeden Fall zu dem Thema Streams. Die werden kommen. Ich hatte mir noch irgendwas aufgeschrieben, ja. Aber ich will jetzt in dieser Runde gar nicht mehr anfangen, oder doch? Let's Play technisch. Er ist runtergefallen. Cool. Let's Play technisch. Wie geht's da? Er ist doch nicht runtergefallen. Er laggt nur. Keine Ahnung. Was ist da los? Wieso bin ich Zweiter? War doch kurzfristig Erster. Naja, egal. Let's Play technisch. Der September. Der September ist relativ chillig. Ihr merkt's vielleicht, ne? 2 Videos am Tag. Heute mal 3 Videos am Tag. Was ist denn da los, Wolle? Wo bleiben die gewohnten 5 bis 6 Videos? Es tut mir leid, aber momentan... Nee. Nicht, dass ich nicht will. Maikeru. Ach so. Nicht, dass ich nicht will, aber... Es ist nicht so, dass ich nicht will. Aber es ist auch eine Tatsache. Ich habe momentan auch gar nicht so wirklich so viele Projekte, um sowas durchzuziehen mit 5, 6 Videos am Tag. Ich könnte natürlich 2 Parts, die Puppenspieler oder der Puppenspieler hochladen oder sowas oder mal 2 Galaxy-Parts, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt, das ist auch gar nicht so, dass das, was die Leute wollen. Ich glaube nicht. Das ist jetzt kein Mario und Luigi oder so, wo wirklich viele hinterher sind, dass da schnell neue Parts kommen oder so, von wegen. Deswegen können wir das doch ganz gechillt angehen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Wollo, wie sieht's denn aus? Mach doch mal ein Retro-Projekt oder so. Mach ein schönes Retro-Projekt. Was ist da los bei dir? Könnte man machen. Die Sache ist nur die, der Oktober wird so überkrass in Sachen LPs, die starten und was da läuft und da hast du nicht gesehen, dass ich einfach denke, dass so ein Retro-Projekt in dem Fall, das würde untergehen. Das würde zum einen im Oktober total untergehen und, ja, mir würde höchstwahrscheinlich dann auch wieder, wow, lass mich bloß in Ruhe, ein bisschen die Zeit dazu fehlen im Oktober. Denn der Oktober, reden wir mal kurz über den Oktober, was da kommt, oder erstmal über den September noch, denn im September, kann ich jetzt schon sagen, wird der Puppenspieler zu Ende gehen. Warum, weiß ich das? Habe ich das etwa schon komplett aufgenommen? Nein, natürlich nicht. Als ob ich irgendwas schon mal komplett aufgenommen habe, so weit im Voraus. Nein,
Ich weiß allerdings, dass es 21 Levels haben wird. Und die Levels sollen so im Schnitt eine halbe Stunde gehen. Und ich hatte ja schon gesagt, ich mache ein Level pro Part. Da die Levels ja auch relativ lang sind. Wobei die eigentlich gar nicht lang sind. Es ist halt nur viel Story-Gelaber am Anfang und am Ende. So, dass sich das ein bisschen zieht. Aber es macht auch eigentlich gar nichts bei dem Spiel. Es macht trotzdem Spaß. Allerdings weiß ich dadurch, dass es 21 Parts haben wird. Es wird täglich kommen und somit ist es Ende September vorbei. Ja, das weiß ich halt. Ist also gar kein Thema. Sache ist jetzt nur... Oh, jetzt sind die alle da gerade im Flug, oder? Ne, ist keiner im Flug. Gut. Was wollte ich jetzt? Mann, ich bin heute komplett verwirrt. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Ich komme so aus dem Thema raus und boah. Ich bin auch noch müde, es ist früh, ich bin gerade aufgestanden, ich muss nachher zur Arbeit. Bäh. alles ein bisschen, ne? Nicht schön, nicht schön. So könnte man es am besten nennen. Scheiße, sagen wir Scheiße. Komm, ja, okay, Scheiße. Scheiße trifft's. So, deswegen weiß ich, im September hört das auf. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich länger für der Puppenspieler brauche. Und somit kann ich jetzt eine Ankündigung machen. Im Oktober starten 4 Let's Plays. 4 Let's Plays im Oktober, die neu dazukommen. Ziemlich krass, ziemlich krass. Ich weiß, es wird mich auch bestimmt ein bisschen auseinandernehmen am Ende. Aber gut, reden wir gleich drüber, welche das sind. Wir können ja schon anfangen, ist ja egal. Zum einen, The Legend of Zelda The Wind Waker, ist klar. Im Heldenmodus, 100%, gib ihm. Dann wird das nächste Spiel Beyond Two Souls sein für die PlayStation 3. Ein richtig, richtig, richtig cooles Spiel, was sich wahrscheinlich wieder kaum jemand ansehen wird. Das ist ein bisschen schade, wenn man das schon im Vorfeld weiß. Aber ich will es auf jeden Fall spielen, es wird saugeil. Und jetzt kommt die Überraschung. Ich hatte eigentlich gesagt, ich tue es nicht. Ich tue es doch. Ja, ich tue es doch. Oder höchstwahrscheinlich. Ich will es nicht. Entschuldigung. Verschluckt. Verschluckt an der eigenen Spucke. Ja. Wo waren wir? Ja, ich hatte gesagt, ich tue es nicht. Ich tue es doch. Also wahrscheinlich. Zu 99% Wahrscheinlichkeit werde ich es machen. Und ich werde, ja, ich werde Pokémon Y Let's Play. Es wird Y werden, nehme ich an. Und wie komme ich auf dieses schmale Brett jetzt? Ich hatte mir ja eigentlich gesagt, okay, Pokémon X und Y lässt du weg, weil das wird einfach zu viel. Ich bin aber auch davon ausgegangen, dass im Oktober der Puppenspieler noch laufen wird. Ja, habe ich mir so gedacht. Jetzt ist es aber nicht so. Bis dahin werde ich dann wahrscheinlich auch Galaxy beendet haben. Und ja, vielleicht, keine Ahnung. Oder zumindest bis Pokémon rauskommt, wird Galaxy wahrscheinlich durch sein. Denke ich mal. Ist nicht sicher, aber ja. Jetzt, was muss ich zu Pokémon natürlich dazu sagen? Also, wer jetzt wirklich selber auf das schmale Brett kommt, okay, ich gucke Pokémon bei Wollo oder ich gucke Pokémon auch bei Wollo, das wird es wahrscheinlich höchstwahrscheinlich sein, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand Pokémon nur bei mir gucken wird. Das kann ich auch niemandem empfehlen, tatsächlich. Nicht wirklich. Die Sache ist die, meine Pokémon-Kenntnisse sind ein bisschen eingerostet, würde ich mal behaupten. Meine Pokémon-Erfahrung, Pokémon Rot-Blau, totgesuchtet. Pokémon Gold, damals auf Japanisch gespielt. Ich weiß deswegen attackentechnisch was und namenstechnisch irgendwas in Gold und Silber abging. Weiß ich nichts. Nichts. Rein gar nichts. Ich habe das echt nur auf Japanisch gezockt und konnte es damals nicht wirklich durchspielen. Doch, den normalen Modus habe ich, glaube ich, durchgespielt. Aber wo es zurück nach Kanto ging, kam ich nicht mehr klar. Weil da brauchte ich die Pokeflöte irgendwann und die habe ich nicht gefunden. So, ohne irgendeinen Hinweis. War es nämlich gar nicht so einfach, die Pokeflöte zu finden. Das kann ich euch sagen. Habe ich auch nie gefunden. War mir dann auch irgendwann egal. Geil, Dick Minus, her damit. Danach hatte ich das nächste Mal Pokémon Diamant und Perl. Da hatte ich Pokémon Pearl, hatte ich auf Englisch. In der US-Version damals. Hatte mein Laden, die hatten das da stehen als US-Version. Ein bisschen, also dann relativ weit vom deutschen Release. Und da habe ich es dann einfach mitgenommen. Und das hatte ich damals auch durchgespielt. Tatsächlich. Allerdings muss ich sagen, ich weiß da nichts mehr von. Ich weiß da nichts mehr von. Gar nichts. Nichts. Null. Nichts. Wirklich nichts. Das
Einzige, was ich noch weiß, so Rot und Blau. Daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Und dann hatte ich Pokémon Schwarz. Das hatte ich aber... Das habe ich auch nur so zur Hälfte gespielt. Ja. Da fehlte mir einfach so ein bisschen die Zeit. Und dann habe ich das nicht durchgezockt. Und ja. Auf jeden Fall sind deswegen... Ne, ich kenne mich nicht so gut aus. Und das ist auch so eine Sache gewesen, warum ich das Spiel nicht unbedingt RPen wollte. Aber ich denke mir, wenn ich ganz klar von Anfang an direkt sage, das hier ist kein Skillrun, das ist kein 100%, ich mache alles Mögliche, was man in Pokémon so machen kann, Run, das wird's nämlich nicht. Wenn ihr sowas sehen wollt, dann guckt es bitte bei jemandem anderen. Mich hat einfach nur die Tatsache geflasht, ich kann einen von den neuen Starter-Pokémon nehmen und dann, jetzt kommt der Knaller, was mich so geflasht hat, dass ich mir dann, oh, irgendwie willst du es ja doch spielen. Du kannst ein Pokémon aus der ersten Generation nehmen von den Startern noch zusätzlich, also Shiggy, Glumanda oder Bisasam. Ich nehme natürlich Shiggy, das ist ja jetzt schon klar. Aber voll geil auf jeden Fall, voll geil. Das hat mich dann so geflasht, dass ich mir dachte, okay, ich habe auch wohl Bock auf das Spiel, so ist es nicht. Ich dachte mir nur, na, es geht übelst in die Hose und seien wir mal ehrlich, die Welt braucht kein Pokémon-Let's Play noch von mir, weil es macht jeder. Es macht einfach jeder. Also mache ich es auch. Komm, wenn schon jeder macht, dann gehöre ich da natürlich zu der Riege. Na sicher, jeder erwartet das doch, oder? Dass ich das mache. Von daher, ja, das kann man sich so als ergänzendes EP noch angucken, wenn man Bock hat. Ich glaube nicht, dass ich Probleme haben werde, dieses Spiel durchzuspielen. Das auf jeden Fall nicht. Das wird gar kein Thema, Leute. So ein bisschen Pokémon trainieren und so und das normale Spiel Top 4 technisch durchspielen, kriege ich hin. Die Sache ist nur die, viele erwarten dann immer so, dass der Let's Player dann hier voll auf Competitive abgeht und bla bla bla, das muss mit EV trainiert werden, keine Ahnung, was das bedeutet, ich weiß nicht. Ich will damit nicht irgendwelche Turniere gewinnen im späteren Leben mit diesem Pokémon-Team, ich will einfach nur stumpf ein bisschen Pokémon spielen, das ganz normale Spiel durchspielen und damit hat sich das für mich. Wenn das sehen möchte, der kann es tun. Das werden die wenigsten sein. Die anderen werden alle auf die Super Pros abgehen. Mach das. Auf jeden Fall wird Pokémon X oder Y, das werde ich vielleicht auch ganz spontan entscheiden, wird kommen. Jetzt könnt ihr mich hier tot haten, weil ich gesagt habe, ich mach's nicht. Aber ich habe schon Bock und so wie es aussieht, habe ich auch die Zeit dafür. Ich will im Oktober nämlich nochmal richtig... Oktober, November, Dezember, da will ich nochmal so richtig... Alles geben, wirklich alles geben, alles versuchen, mal gucken, was ich aus mir rausholen kann, so nach dem Motto. Das vierte Spiel im Oktober ist dann Sonic Lost Worlds für die Wii U, wird auf jeden Fall die Wii U Version spielen. Kommt ja auch als 3DS Version, allerdings, ich denke mal eher nicht. So, das ist auf jeden Fall so der Plan für Oktober. Relativ krass, außerdem läuft im Oktober dann wohl noch Donkey Kong Country Returns Spiegelmodus und sollte Galaxy bis dahin durch sein, wird dann Super Mario World auch noch laufen und das, so wie es bis jetzt noch geplant ist, außer Cornel hasst mich jetzt neuerdings oder so, dann Super Mario World im Together mit Cornel, ja. Das ist auf jeden Fall das, worauf ihr euch alle so im Oktober freuen könnt, wenn ihr Bock habt. Ich denke, da ist eigentlich, also so im Großen und Ganzen ist da für jeden was dabei, würde ich behaupten. Und natürlich hier Mario Kart, Animal Crossing. Animal Crossing wird weiterhin so ein bisschen nebenbei laufen. Ich muss es auch unbedingt mal wieder aufnehmen, ich weiß, aber irgendwie... Ich weiß momentan nicht so wirklich, was ich in Animal Crossing machen soll gerade und dann ist das so, ja... Motorstorm werde ich jetzt dieses Wochenende definitiv aufnehmen. Ich bin ziemlich heiß drauf, das endlich aufzunehmen. Und ja, Motorstorm müssen wir auch mal zu einem Abschluss bringen. Im besten Fall auch noch vor Oktober. Ich möchte auch auf Oktober auf jeden Fall sozusagen mit einem leeren Kanal starten. Und ja, und dann nochmal alles geben. Es läuft so schlecht, dieses Spiel. Warum läuft das heute so schlecht? Aber ist egal. Oh, das war gut. So, was gibt's denn noch? Sonst gibt's noch, ich erzähle ja immer, oh, neuer PC kaufen. Und andere Leute sagen mir immer, aufrüsten. Und ich habe mir jetzt überlegt, okay, komm, wir rüsten auf. Warum rüste ich jetzt auf? Das meiste funktioniert ja jetzt neuerdings scheinbar wieder. Und zwar
3DS-Streams ging ja nicht. Da war ich mir nicht sicher, warum das nicht geht. Jetzt weiß ich, warum es nicht ging. Und ist das Problem schon mal behoben. Ansonsten läuft ja alles im Grunde, außer die Festplatte. Momentan liegen bei meiner Poststelle 2 Festplatten für mich. Hey, die kann ich nachher abholen. Also gleich, vor der Arbeit noch. Würde ich jetzt mal behaupten. Und dann werde ich die auch abholen. Ja, wird cool. 2 Festplatten, ey, ich raste aus. Und zwar will ich die als RAID 0 verbauen. Und dann geht's richtig ab hier. Dann geht's richtig ab mit Aufnahmegeschwindigkeiten. Dann könnt ihr mich alle mal. Dann kann ich endlich mit meinen 60 Frames aufnehmen. Juhu. Also hier so Konsolenspiele von der HD PVR und Elgato. Da ist 60 Frames kein Ding. Das funktioniert, aber 3DS-Spiele kann ich nicht mit 60 Frames aufnehmen. PC-Spiele kann ich nicht mit 60 Frames aufnehmen. Und das würde ich halt gerne. Naja. Ansonsten überlege ich noch über ein paar Anschaffungen. LP-technisch denke ich drüber nach. Die können wir gleich noch im nächsten Rennen besprechen. Dann würde ich sowieso auch ganz gerne eine Meinung hören, ob das Sinn macht oder... Naja, Sinn macht es im Grunde nicht. Das kann ich so schon sagen, aber... Ja, es ist auch nicht verkehrt, das Ganze zu haben. Sagen wir es mal so. Oder es macht es auch nicht schlechter. Irgendwie glaube ich, dass dieser Michael Ruh... Vielleicht bescheißt er. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Immer wenn der vor mir ist, haut er mir 3 Green Shells zurück. Aber der cheatet sich ja keine 3 Green Shells, oder? Das würde er nicht tun. Trotzdem kommt es mir ein bisschen komisch vor. Ja, die anderen Anschaffungen. Zum einen, ich will ja Donkey Kong Country Returns 3D im Spiegelmodus mit einer Facecam machen. Dementsprechend muss ich mir noch eine Kamera besorgen. Und es ist aber jetzt relativ unspektakulär für euch, dass ich mir eine Kamera besorgen will. Denn eigentlich geht es eher darum, dass ich mir... Ich überlege, sagen wir es mal so, ein Greenscreen. Ich weiß nicht, viele von euch kennen ja Der Dexter. Ne? Der Dexter. Das ist immer komisch, wenn man das sagen muss so. Ihr kennt ja Der Dexter. Also Dexter kennt ihr. Teilweise. So. Und Dexter macht neuerdings viele Videos mit Facecam. Allerdings macht er die Facecam so, dass du nicht den Hintergrund seines Zimmers siehst. Also du siehst sein Zimmer nicht, du siehst nur ihn. Und das würde bei mir insofern auch ein bisschen Sinn machen, weil hier so viel Scheiße im Hintergrund steht, die ich eigentlich nicht unbedingt im Bild haben will. Was einfach, es sieht einfach doof aus. Ne? Machen wir uns nichts vor, es sieht einfach doof aus. Und so kann ich dann auch ein relativ kleines Bild machen, wo dann wirklich nur ich zu sehen bin. Und gut ist. Ja, ist auch alles so kein Thema. Ich habe schon vorhin einmal geguckt im Internet, ein Greenscreen, was das kostet. So ein Greenscreen mit Ständern, also dass man das hier vernünftig hinstellen kann und so. So wie es cool wäre. Das ist gar kein Problem. Auf eBay 60 Euro. Wenn jetzt einer sagt, oh, so ein billig Greenscreen. Ich will nur ein Greenscreen, Leute. Ich will hier keine unglaublichen Dinge tun. Das soll einfach nur ein grün... Da wird auch ein grünes Laken eventuell gehen. Es ist halt nur schön, wenn die Ständer da schon bei sind und so. Das ist halt ganz gut. Das erspart mir Arbeit, dass ich mir irgendwie was zusammenfummeln muss. Und da habe ich ja gar keinen Bock zu. So. Jetzt ist die Sache, so ein Greenscreen muss mega beleuchtet werden. Ich habe keinen Platz, um hier entsprechend krasse Strahler hinzustellen oder so. Ich müsste das mit kleinen Lampen machen. Und ich habe einfach Angst, dass die mich blenden. Ich habe Angst, dass die mich beim Spielen stören. Das ist so ein bisschen noch die Sache. Aber das soll auch nicht euer Problem sein, weil das würde ich auch hinkriegen. Was haltet ihr denn davon überhaupt generell? Facecam so? Die Facecam-Geschichte? Und was dann auch noch interessant wäre, ja, wollt ihr das mit Greenscreen, dass es ein möglichst kleines Bild ist und dann auch nur ich und nicht mein hässlicher Hintergrund hier mit dem Crosstrainer und so und dem großen Karton? Ich denke mal, das will keiner sehen. Oder, ja, was heißt, das will keiner sehen? Es ist dann halt da, dann muss man mit leben, aber es wäre halt schöner ohne. Naja, eigentlich brauche ich da gar keine Meinung von euch. Ich mach's ja eh, also, ich mach's auch. Also es wird darauf hinauslaufen, dass ich es damit mache. Ja, ich denke schon, ja. Ja. Machen wir uns nichts vor, ich mache das sowieso. Deswegen ist das halt so. So, dann denke ich noch drüber nach. Eine neue Grafikkarte. Ich muss mal gucken. Wenn es mir möglich ist, gewisse Spiele mit 60 Bildern aufzunehmen, ohne eine neue Grafikkarte, werde ich mir wahrscheinlich keine neue Grafikkarte holen. Ansonsten überlege ich momentan, ich schwank so ein bisschen hin und her, zwischen der GTX 770, der GTX 780 und der GTX Titan. Ja.
Da muss man sagen, die 770 wäre das Vernunftding, das würde reichen. Die 780 wäre auf Nummer sicher. Und die Titan wäre einfach nur, weil man zu großes Ego hat oder so. Keine Ahnung. Man will ja immer das Beste. Ne? Jetzt könnt ihr mir natürlich sagen, naja, gibt es aber eine ATI-Karte, die ist besser. Ist mir egal. ATI hatte ich bis jetzt einmal in diesem Computer. Das erste Mal bin ich, naja, mit zufrieden. Deswegen, ich bin ein Nvidia-Kind und ich bleibe ein Nvidia-Kind. Und deswegen wird die nächste Karte auch wieder eine Nvidia. So, ist mir egal. Schreibt mir mal die Meinung zu der Grafikkarte, wenn sich jemand damit gut auskennt mit Grafikkarten oder so. Welche sollte man nehmen? Welche ist zukunftssicher? Ja, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann und ciao.